Zack, Durchgang nach Corvus. Und Schrein der Raserei. Oh, sehr schön. Sind das für Kackvögel, ey. Ein Blutschamane, ein Blutgolem. Die sind erst für mich wie Dämonen, aber okay. Sogar die Steine, dass ein Nephalem zurückgekehrt ist. Oh, wenn ich immer so schnell angreifen würde, das wäre so pornös. Hinter dir. Jetzt kommt zum Massaker, jetzt kommt zum Massaker. Finsternis erwartet euch. Ehrlich. Nicht genug. Oh, ich habe hier ein Tagebuch des Abenteurers gefunden. Ich weiß nicht genau, was das bringt, aber es war Unique-mäßig angemalt. Echt? Ah, die was? Haben sich ja durch die Wand teleportiert, die Schlingels da. Wer ist denn der Abenteurer? Ist es der von Diablo 1 derjenige? Weiß nee, das ist der nicht. Wanderer. Das war der Wanderer. Der Wanderer war ja Diablo selbst. Vielleicht ist der Abenteurer halt der Held aus. Wollt ihr noch mehr? Diablo 2. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Erfahrungsboost bis zu einem bestimmten Punkt. Na, ich hab eh gleich Level up. Echt? Mhm. Ich brauch noch zwei Kästchen. Welches Level habe ich denn dann jetzt schon? 63, wow, der geht gut ab eigentlich, ne? Man levelt doch schon recht schnell. Ich meine, gut, unser Killspeed, muss man auch nichts zu sagen, denke ich mal. Ich überlege, die Hose anzuziehen. Wow. Warum jetzt gerade leckt bei mir? Oh, oh, oh. Ah, jetzt habe ich. Zieh mal kurz die Hose an, mal schauen. Macht mir einen besseren Eindruck eigentlich. Widerstände fehlen mir ein bisschen. Schrein der Gunst, was macht der? Hau ich mal einfach mal da rein. Geschick, Intelligenz, Stärke. Hauen wir noch mal ein paar Widerstände rein, so. Weißt du, was der Schrein der Gunst macht? Schrein der Gunst? Mhm. Nö. Wo ist der? Der hinter dem Tor. Ach so. Mal schauen. Hä? Waren die da eben auch schon? Ja, da ist ein Tor davor, das konnten wir nicht sehen. Ist aber auch neu, glaube ich, oder? Wow, leck. Magie und Goldfundbonus. Von mir aus. Vergesst mich gerne mit da. Yay! Stufe 63 durch die Dingens. Den Bonus, den wir hatten. Neue Rune für die Rachefähigkeit. Vielleicht zeige ich die Rachefähigkeit irgendwann nochmal, aber momentan keine Ahnung. Die sah irgendwie nicht so gut aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, Never change a running system, sag ich mir irgendwie immer, weißt du? Ja. Klein Viecher hier. Lange kein Champion Pack mehr gehabt. Ja, oder mal einen schönen großen einzigartigen. Was sind sie alle da? Was wollt ihr hier überhaupt? Oh, Mann, 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 geht doch nach Hause. Zu euren Freunden. Überall Türen hier. Viele da alle runterge... Keine Ahnung, schlichen, krochen, keine Ahnung, ey. Gekrabbelt. Alle sofort das auch alle sterben. Ihr nicht überleben. Schönes Gemetzel wieder. Da sind sie wieder. Ach, das sollen so eine Käfer sein. Skarabäus heißen die ja. Für mich sah das immer aus wie irgendwelche komischen Seelen oder so, die da rüber klettern. Ja. Boah, eine Waffe mit 1700 Schaden. Nochmal ein Schadensbonus. Für dich direkt die Waffe, oder was? Ja, genau. Direkt mal ausgerüstet. Oh ja, doch. Schöner Boost hier. Also, ich mach mal meine einzigartige Waffe. Identifiziere ich mal. So, warte mal, ich schau mal gleich, wie viel der Schaden steigt. Ich habe jetzt 180.000 Schaden. Wenn ich die andere nehme, 187.000. Das ist krass. Beschwört manchmal einen geisterhaften Champion der Gefallenen, wenn ihr angreift. Oh, warum nicht? Aber zweites Sekundär ist eine Stufenforderung um 19 reduziert. Ja, das ist scheiße. Das ist scheiße. Das ist ein Item für Stufe 42.
Klar, auf 42 ist es jetzt mega heftig. Ja, aber nee. Aber, na. Hier wird es auch noch weitergehen. Können wir lieber nochmal schauen, bevor wir abhauen. Also ich will nicht wissen, wie eine Unique-Armbrust jetzt abgehen würde. Muss ich ganz ehrlich sagen, ey. Also die rotzt ja jetzt schon raus. Das ist ja nicht feierlich. Hey, wer ist das denn? Was ist das denn da? Da kam mir mit. Dachte erst, das wäre ein Unique oder so, weil der so komisch geglitzert hat. Ja. Ah, da liegt Geld. Ja. Schönes Ding. Voll. Da kommen sie wieder, rennen schön in den Fächer hier rein. Vergeltung! Zack. Kill all sons of bitches. Kommen wir da unten hin? Ja, guck mal. Ich glaub schon, ja. Mein schön Gott. Horde hier, doch. Das gibt einen dicken Bonus, da sag ich dir. Ey. Es gibt mehr Untertanen als Menschen auf dieser Welt. Oh ja, das stimmt. 70 Monster-Bonus. Wow. Ja, krass. Ich hab nur 22 gehabt. Ah, hier. Champions. Champions, da bin ich Mörser, dabei. Pass auf. So, ich betäub's mal. Wir sind betäubt. Blendet. Okay, die Dolchfächer kommen. Wow. Was hat der mir hier gedroppt? Oh Mann, die Köcher, die bringen immer nur Schaden. Aber kein... Ja gut, ich habe auch einen legendären Köcher. Ist natürlich, ne, legendär. Eure Furcht verrät euch. Käfer! Ah, schade. Sacker vorbei. Du benutzt den neuen Skill, ne, oder? Was? Du benutzt den 61er Skill, den neuen, oder? Nee, ich hab auch schon gewechselt. Mein Hass ist nicht ausreichend. Auch die neue Rune ist noch nicht so prickelnd. Ich hab da Muster mit leider austauschen. Ich kann ja was anderes dafür mitnehmen. Aber ich mach das. Ist vorrangig gewesen für das mit den Fäusten, wo ich da 10 Schläge mache und jeden betäube. Okay. Ich mich hin und her teleportiert von Gegner zu Gegner. Automatisch. Ja, Teleport ist schon nicht schlecht. Hier müssen wir scheinbar nicht runter, oder was? Es ist auf jeden Fall das Symbol weiter hier. Okay. Ah ja, doch, Ruin von Corvus. Hä, bei mir wird nicht angezeigt, dass ich da rein soll. Strange. Bleibt hier, Lorat. Wenn es vollbracht ist, könnt ihr euch mir wieder anschließen. Ihr werdet sie töten, nicht wahr? Gut, hier sieht es auch breiter aus, als es in Wirklichkeit ist, das Level. Da bin ich mal gespannt. Also scheinbar werden wir jetzt auf Adria gleich stoßen. Yeah. Ich finde den Eingang zur großen Halle, das hört sich schon wieder so an, als ob da genügend Platz für einen kleinen Bosskampf wäre. Bin ich auf jeden Fall gespannt. Das haben schon Bosse in sich, immer so eine separate... Ja. ...separaten Raum für sich. Haben halt ihr eigenes Zimmer. Ja. Die anderen Knechte hier müssen sich das ja teilen. Ich frage mich ja immer, was die Monster machen, wenn wir nicht da sind, ey. Dann gammeln die hier auch nur rum. Was sollen sie auch sonst alles machen? Voll langweilig, das Leben als Diener von Diablo. Menschen obwohl inzwischen Diablo ja nicht. Aber. Verrat doch nicht. Hier hat man jetzt wieder diese Fenster gesehen. Ja, aber und wer den das Let's Player schon kannte, der, oder Diablo ja. 3, der weiß ja eh, dass Diablo schon besiegt wurde. Ich meine, das wird ja jedes Mal gemacht am Ende des Spiels. Soft Spoiler, Diablo wird wieder sterben. Boah, 1,2 Millionen Knappen. Oh, so, ich zieh mir mal ein bisschen besser. Zack, da ist er Level Up, Leute! Ich hab ihn mit einem Level Up getötet. Oh, ich dachte schon, wer ist Champions, aber. Ja, naja, ich auch, die waren vereist oder so, wa? Von dir irgendwie was? Nee, ich hab sowas nicht. Nicht genug Hass. Ich rotze nur Damage raus. Ich stehe immer in irgendwelchen komischen Pentagrammen, aber ich habe keine Ahnung, ob die irgendwas Böses machen. Nee, das ist, wenn die kleinen Viecher, die Dugone sterben, dann kommen die in Pentagramme oder irgendwelche Dämonen. Das war nur ein Vorgeschmack. Oh Mann, das Gemetzel ist vorbei, shit. Massaker 53. Habe ich gerade gar nicht gesehen, was ich hier für eins hatte. Wie um die 100.000 Erfahrungspunkte. Ist schon geil, mal so einen kleinen 100.000er Bonus mitnehmen. Warum nicht, oder? Ja, why not. So, jetzt sind wir aber falsch gegangen.
Vielleicht hier oben. Hier oben geht's auch noch weiter. Da kommt irgendwas. Nee, doch nicht. Ich dachte, irgendwas große blaue Tür passiert. Am Boden. Spürt meine fallen wir gleich runter. Ja, Falltür. Ich brauche mehr Hass, um das zu tun. Zack, moin. Da sind wieder ein paar. Und da geht's weiter. So. Wow. Rache ist süß. Die Karabinen sind auch so schnell. Tot. Wolltest du gut bestimmt sagen. Ja. Ui. Na gut, ich glaube, bei mir ist hier Dead End. Ja, stimmt, das Einfrieren ist durch meine Willigkeit. Ja, ich komme hier oben aber auch echt gut alleine zurecht, gerade. Hätte ich nicht gedacht. Das werdet ihr nicht überleben. Mein gut, mein Hund macht mal wieder irgendwie den Nuss. Quatsch, habe ich das Gefühl. Ach, bei mir eine Truhe. Ach, so. Vielleicht finde ich doch nochmal interessant, die untersuchte oder? Nee, eine normale. Da steht nur Truhe. Klopft wahrscheinlich eh nur Scheiße wieder. Ich find's geil, er will jemand jedes Mal schlagen, aber ich stun ihn jedes Mal, wenn er ihn zum Schlag ausholt. So holt zum Schlag aus und dann fällt wieder zurück. Und holt wieder zum Schlag aus. Ist hier oben vielleicht noch was? Was war da jetzt? Nö, nur blaue Items, das stelle ich nicht hin. Nicht genug Hass. Hier unten geht's, würde es nochmal weitergehen. Dafür bewege ich mich nicht da. Ja, ja, da unten habe ich auch schon ein bisschen gemetzelt. Oh, schon wieder eine blaue Tür, eine Falltür. Erstmal ein bisschen Hass ansammeln. Ich hasse euch alle! Wollt ihr noch mehr? Wo ist die große Kamera? Ah, hier sind noch ein paar Leute. Zack, mal eben reinrennen, um die anzulocken. 14 Mods sind mit einem Schlag getötet. Vergeltung. Oh, hab ich irgendwas Neues bekommen. Das habe ich vorher noch nicht gesehen. Irgendwas mit Dungeon oder so. Ja, genau. Das hatte ich auch gehabt. Aber irgendwie ich Kreatur nicht vom Dungeon. Wow, jetzt hatte ich einen kleinen Lag. Aber ich habe nicht gelesen, was da stand, ehrlich gesagt. Ah, wahrscheinlich durch Dungeon getötet. So irgendwas, was runtergefallen ist oder so. Ah, da kommen Unix. Yeah! Spaß haben! Mal wieder ein bisschen Action. Boah, komm, ihr Blitze, komm! Er hat sich vor mir wegteleportiert, der andere. Zeig mal ein bisschen. Ausgewichen, ausgewichen, ausgewichen. Hier, ich kann ausweichen. Ach, das Bier seid mir zu langsam. Hier, ich brauche mehr. Ich betäub sie mal alle, damit du ein bisschen machen kannst. Ja, ist ja nur noch der Unit-Typ. Zack. Irgendwas mit Suche? Oh, ich finde nur, ey, ich habe schon 4 Gürtel für den Barbaren gefunden. Ne? Barbar habe ich auch voll oft gesehen. Wollen hier stellt den Barbaren eine Armbrust. Wieder pushen, ey. Gibst du Armbrüste? Ja. Hier ist auch Leben pro getöteten Gegner. Ja, ich glaube aber, das ist nicht so gut für dich. Nee. -5%, aber die hat natürlich einen Sockel. Angriffsgeschwindigkeit. Ne, die macht ein bisschen weniger. Und 30% weniger Heilung. Das ist doch ein bisschen viel. Ja, ja. Vergeltung! Wie die Skarabäne mal wegkriegen. Ah, wir müssen hier runter. Ah, sehr schön. Hier ist auch gleich ein Teleporter, falls wir sterben, dass wir sofort zurück teleportieren können. Falls wir sterben, ja. Das will ich aber sehen, du Cheater. So, ja, oh, Adria. Annehmen. Hab ich, bin ja mal gespannt. Oh. Dann sehen wir doch mal, wo ihr euch versteckt haltet, Maltael. Adria. Die Engel werden unser Fortbestehen niemals zulassen. Sie können nicht akzeptieren, dass wir unseren eigenen Weg wählen dürfen. Die Dämonen sind da wesentlich flexibler. Oh oh. Du magst ja Spinnen. Ah, die hat ja nur 6 Beine, das ist nicht schlimm. Obwohl, die hat ja noch unten 2.
Ich glaube, die wird sie nicht mehr benutzen. So, ich hoffe, dass es jetzt lagfrei weitergeht direkt. Ja, sehr schön. Ich betäub's mal gleich. Oh, die hat irgendwie so eine Scheiße nach mir gemacht. Okay, Damage Boost ist raus und das auch. Die Dinger fliegen, die Messer. Okay. Was macht die da für eine Scheiße, ey? Okay. Wie sieht's damage-mäßig aus? Möchtest du sie mir schauen oder ja. Und ihr seid diejenige, die ihn befreit. Oh, aua. Pass darauf auf, ja. Die sieht ein bisschen ekelig aus, die Egel. Ich kann sie gleich wieder betäuben. Okay, sag Bescheid, wenn sie betäubt ist, dann hau ich wieder Damage Boost raus. Okay, Damage Boost ist raus und die Messer fliegen. Oh Gott, ich stehe in irgendeiner Scheiße drin. Mal gucken, manchmal kann ich weiß nicht ich genau, was die Egel machen. Ah, die explodieren einfach, habe ich das Gefühl. Manchmal kann ich sie betäuben, wenn ich sie anhabe. Alter, ey. Die macht mir aber auch nicht so viel Schaden damit, glaube ich. So, ich mache noch mal ein Schild für uns. Na, nicht diese Kacke schon wieder. Wo ist sie hin? Hier bei mir oben. Ich kann sie gleich wieder betäuben und zwar jetzt. Okay, ich kann leider noch keinen Damage Boost machen. Doch jetzt und die Messer fliegen. Oh, ich stehe gerade irgendwie in dieser Pfütze. Die macht oh, oh, halbes Leben nur noch, Tobi. Ja, ich weiß. Schild. Ja, haben sie gleich. Messer fliegen, tot. Okay. Nichts Tolles gefunden, leider. Diablo wird zurückkehren. Ich habe getan, was ich konnte, um dies sicherzustellen. Er findet immer einen Weg. Tief in eurem Herzen wisst ihr es. Ist ja genau das, was wir gesagt haben. So, nichts Tolles gefunden. Aber wir müssen sowieso in die Stadt. Halt, nee, warte, wir müssen kurz mit dem hier noch sprechen. Vor ihrem Tod hat Adria ein Abbild der Ebenen des Wahnsinns hervorgerufen. Sie war auf der Suche nach Maltael, also muss er dort sein. Okay. Warte mal, cool, lass uns mal schauen, ob hier oben noch eine Schatztruhe ist oder sowas. Glaube ich nicht. Nee, nur Heilringer. Okay. So, mal schauen, was Tyrael wieder zu erzählen hat. Ah, ich hab mich noch nicht zurück teleportiert. Der Schmied kann auch erstmal wieder schön hier ganze Scheiße haben. Zack, 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 zack. Weg damit da. Brauch keine Sau. Nee. So. Ich werde den Schmied da nochmal upgraden, wenn ich da jetzt eh schon rein investiert habe. Dann mache ich das halt erstmal fertig. Und dann kommt das hier wieder alles rein. Zack, zack, zack. Ach ja, das Tagebuch des Abenteurers wird vom Schmied verwendet, um den legendären... Ach, das Pendlers Einfluss, das habe ich jetzt schon dreimal. Aber warte mal, ich kann ja mal gucken, ob er das jetzt lernen kann, weil vorher ging das nicht, als wir noch nicht mit Add-on gespielt haben. Aber die Marquis-Dinger, die fallen jetzt da echt wie Sand am Meer. Lohnt sich ja fast gar nicht mehr, die anderen zu upgraden. Das ist ja schweineteuer, ey. Ja, das ist schon krass. Wenn du Markisen Diamant findest, kannst du mir mal das sagen. Das wäre nicht sehr weise. Obwohl, es lohnt sich auch nicht zu sockeln, ganz ehrlich. Ich finde eh bald wieder neue Sachen. Drin. Ja gut, du kannst die Sockel, die Edelsteine aber wieder aus den Sockeln rausnehmen. Ja. Ich weiß halt noch nicht, wie teuer das ist. So, wollen wir an der Stelle erstmal einen Cut machen, oder? Jo, würde ich sagen schon. Bietet sich ja ganz gut an. Ja, würde ich sagen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Genau. Haut da rein. Ciao, ciao. Tschö. Nächstes Mal bei Reaper of Souls. Maltael ist mein Bruder. Ich habe in Tausenden von Schlachten an seiner Seite gefochten. Außerdem kümmert es mich nicht, dass er euch und euresgleichen zu vernichten sucht.